Hallihallo, da sind wir wieder. BBG Wissen Talk. Malte und ich ganz alleine. Wir beide haben Erfahrung im Thema Logistik. Malte in seiner eigenen Bude und natürlich bei der BBG und ja, meine Wenigkeit auch bei meiner alten Frittenbude und auch in einem Projekt, in dem ich jetzt stecke. Und da habe ich jetzt vergangene Woche Packstraße in Betrieb genommen, mich nochmal recht eingehend und auch recht tief mit den Logistikprozessen beschäftigt. Dort habe ich auch einen Logistikprozess vorgefunden. Und ich denke, und das ist auch so meine Wahrnehmung über die letzten Jahre, das Thema Logistik wird viel zu stiefmütterlich behandelt bei den Händlern, weil es ein sehr komplexes Thema ist und auch sehr schwer zu beherrschen ist. Es ist ein hohes Prozessverständnis, ein Prozessdenken, fordert auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite stellt sich gerade bei den Beginnern die Frage, ja, wann fange ich mit einer eigenen Logistik an? Brauche ich überhaupt eine eigene Logistik? Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen aus der Amazon-Perspektive an und diskutieren mal an, was ist besser? FBA, also Fulfillment bei Amazon, oder FBM, Fulfillment bei Merchant? Ja, Malte hat da seine eigene Meinung zu, wir haben im Vorfeld schon diskutiert, schon fleißig angefangen. Ja. Das ist immer der Hammer. Wenn wir loslegen, das macht auch richtig Spaß. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie häufig wir auch nachdiskutieren, ne? Wo wir wirklich echt uns noch, ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns da auch noch ganz lange unterhalten. Aber Malte, ja, erstmal FBA versus FBM. Was ist besser? Das kann man so pauschal nicht sagen, lieber Marc. Also es hängt einfach, also ich sag's, nee, fange ich polemisch an? Nein. Grundsätzlich hängt es von Michael. bestimmten Voraussetzungen ab, die man sich über bestimmte Überlegungen, die man anstellen muss. Ja, also es gibt einfach Produkte, es kann am Preis oder an der Dimension hängen, bei denen Amazon mit seiner Logistik unschlagbar effizient ist. So. Werfe ich im Übrigen ein, Ja. da hast du mit Sicherheit recht, stimmt. Wenn du zur Kernaussage kommst, du musst es dir echt auf deine Produktkategorien runterbrechen und wirklich anschauen. Ja, aber in dem Moment, wo du nur auf FBA setzt und wenn du dir dann mal die Multi-Channel-Versandkosten anschaust, bist du in den Arsch gekniffen. Da hast du echt eine Herausforderung. Die sind nämlich verdammt, verdammt teuer. Und da behaupte ich, weil ich es aktuell durchgerechnet habe, bist du mit einer guten eigenen Logistik immer günstiger. Wenn du dich außerhalb, haben wir ja heute gelesen, der durchschnittliche deutsche E-Commercer ist auf 3 Marktplätzen aktiv. Das heißt, mit einem puren FBA-Setup kommst du ja nicht bis zum Ende. Wie Marc schon richtig sagt, man kann halt auch ja Amazon die Logistik benutzen und kann auch die Orders, die man in seinem Shop einsammelt oder die man bei irgendwas Marktplatz einsammelt, kann man ja sozusagen aus der Amazon-Logistik heraus fulfillen lassen, aber dieses MCF ist halt schweineteuer. Sagen wir mal einfach, wie es ist. Wir nennen wir das Kind beim Namen. So. Also da nimmt Amazon uns auf jeden Fall von Toten. Da weiß ich noch nicht genau warum, weil ich meine, sie kriegen da auch guten Zugang zu Adressen. Warum sie es sich da, weiß ich nicht. Also, wenn du außerhalb von Amazon aktiv sein willst, brauchst du sowieso irgendwie eine zweite Logistikart. So, das reicht es ja nicht aus. MCF, wie gesagt, keine Alternative. Amazon macht das für dich auch nach eBay oder nach wohin, wo deine Orders herkommen. So, das ist erstmal das Grundsätzliche. Deswegen stellt sich, glaube ich, die Frage nicht, was ist besser? Es gibt da draußen ja eine Menge Gründer, die sagen, ich mache nur Amazon. Und wenn du nur Amazon machst und auch ein Produkt hast, was in der Standard-Size ist, ja, also wenn es sehr groß wird, dann muss man schon mal anfangen zu überlegen, oder Gefahrgut ist, dann ist es zum Beispiel gar nicht erlaubt für FBA. Es gibt ja viele Produktgruppen und viele Produktarten, die darfst du gar nicht über FBA machen. Autobatterien zum Beispiel. Autobatterien. Ja, zum Beispiel. Ja, irgendwie Flüssigkeiten, Explosives, keine Ahnung, auf vielen Sachen kommst du rein. Und deswegen, wenn du sagst, du willst pur FBA machen, du willst dir keine eigene Logistik quasi da leisten, dann musst du natürlich die Produkte da angucken, die du machst. Prüfen. Bin ich Ja. hundertprozentig bei dir. Und jetzt, um das auch mal ein bisschen ein Uplift zu machen. Wenn ihr anfangt, alles okay, dann ist eine eigene Logistik verdammt teuer. Eine eigene Logistik ist auch immer abhängig vom Volumen. Das heißt, ihr braucht ein eigenes Volumen. Habt ihr ein zu geringes Volumen, ist eine eigene Logistik doof. Und jetzt kommt noch eine Sache, die eigentlich gar nicht hier im Fragenkatalog steht, was aber sonst ein Advice von mir ist, wenn ihr Richtung Fulfillment geht oder Fulfillment-Dienstleistern geht, schaut euch die an, besucht diese.
nicht nur den Preis anschauen. Die meisten Fulfillment-Anbieter, das kann ich euch auch sagen, ich habe aktuellen Vergleich versucht. Die meisten Fulfillment-Anbieter sind unfassbar intransparent in ihrer Preisgestaltung. Das müsste definitiv nicht sein. Das tut wirklich keine Not. Aber rechnet es euch aus. Und wenn ihr nur einen Test macht und ihr schaut euch mal ein, zwei Monate an, was ihr dafür zahlt, checkt ab, ob ihr da nicht schon mit einem kleinen Lager parat seid. Und das kleine Lager zu finden, ist auch eine Herausforderung. Also das ist nicht easy. Ich weiß nicht, ob du das dem zustimmst. Wo ist der Punkt? Also ich sag mal, wenn du Produkte hast, die nicht über FBA gehen, musst du dich halt eh bemühen. So, angenommen, wir haben jetzt Produkte, um es wirklich mal eins zu eins vergleichbar zu machen. Ja, wir haben jetzt hier so ein schönes, handliches Produkt und es ist auch kein Gefahrgut. Das können wir also über FBA machen. Und wir verkaufen davon, Markt, natürlich 1000D in der Woche. So, das heißt, wir kommen an so einen Punkt, wo wir sagen, okay, ordentliches Durchsatzvolumen. Trotzdem bin ich wahrscheinlich aus heutiger Sicht eher ein eigener Logistik, wie gesagt, wenn ich die Wahl habe, ein eigener Logistik-Skeptiker, weil ich habe halt schon unfassbar viele Peak-Seasons auch durch. Ja. Ich habe selber mit dem Lager in Hamburg, ich bin dann da rein zu Weihnachten und dann abends noch bis 23 Uhr, wisst ihr, und wir waren da die komplette Bürobesatzung in Anführungsstrichen noch, weil du kannst ja keine Lagermitarbeiter dann schnitzen, wenn du da vielleicht noch eine andere Idee hast, mag gleich, aber grundsätzlich, die kannst du nicht schnitzen, müssen eingearbeitet werden, du hast auch eine IT hinter deinem Lager ja dahinter, es ist ja nicht nur das pure Lager. Also die Skalierung ist eine Frage zu den Peak Seasons. Von einem Amazon FBA kannst du die Skalierung. Dem widerspreche ich im Übrigen. Wenn du sagst, dass für dich eine Schwierigkeit ist, dann zeigt mir das, dass du eine beschissene Prozessstruktur hattest. Im Prinzip ist die Skalierung der Lagerprozesse total easy, wenn du es vernünftig aufbaust. Aber da kommen wir gleich auch zu, weil dieses Prozessdenken ist bei den meisten definitiv nicht vorhanden, fehlt die Kreativität, fehlt der Blick für. Lass uns die Frage durchaus mal abschließen und dabei bleiben, dass es eine Frage der Größenordnung ist, ab wann du ins eigene Lager reingehst. Fulfillment-Dienstleister sind kritisch zu betrachten. Also auf jeden Fall musst du echt super rechnen. FBA versus FBM, da gibt es viele Spielarten, da gibt es kein Schwarz-Weiß, da gibt es nur Grau. Oder andersrum, da gibt es nur Bunt. Oh, das kann ja durchaus sein, dass es Sinn macht, dass du die Amazon-Sales über FBA abwickelst und die anderen Marketplace- oder Shop-Sales über eine eigene Logistik abwendest oder abbildest. Aber insgesamt ist für ein eigenes Lager Volumen nötig und gerade kleinstächige Läger sind verdammt teuer in der Miete und schwer zu finden. Also alle Hallen bis 300, 400 Quadratmeter oder bis 500 Quadratmeter sind unverhältnismäßig teuer auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du die Herausforderung. Hatte ich gerade dein Lager angerufen? Bitte? Hatte ich gerade dein Lager angerufen, die brauchen dich. Nee, zum Glück nicht. Bro. Ganz ehrlich, da erzähle ich gleich was zu. Ich hatte heute Betriebsratstheater, aber vom Allerfeinsten. Aber du hast halt einfach, da einen gewissen Kostenpunkt, den du beachten musst. So, und jetzt. Naja. Eigenes Lager. Was ist zu beachten? Also, wenn du jetzt ein eigenes Lager aufbaust, was sind da so die Keypoints, die du zu beachten hast? Na, schieß mal los. Du baust ja gerade eins. Fertig. Ich bin fertig, ja. Also. Einer der ganz, ganz wichtigen Punkte ist, und das musst du für dich selbst errechnen, ist dein eigener Durchsatz. Eigenes Lager ist teuer. Du hast Fläche, du hast enorme Investitionen in die Hardware, also in Packstraße, Packtische. Also ein günstiger, aber vernünftiger Packtisch, der bist du bei 1.000 Euro. Dann musst du im Prinzip, wenn du es auch halbwegs vernünftig investieren willst, vernünftig Hardware haben möchtest, du brauchst einen Touchscreen, du brauchst einen Scanner, du brauchst einen Labeldrucker, brauchst halt einen kleinen Rechner am Arbeitsplatz. Und da bist du auch nochmal in der Summe bei 1.000. Das heißt, pro Parkplatz kannst du sagen, bist du bei 2.000. Und wenn du von vornherein dich skalierfähig aufbauen willst, und das solltest du definitiv, bist du bei einer Rollenbahn angetrieben oder nicht angetrieben, die kannst du dir gebraucht kaufen,
Und bei einer Verschlussmaschine, nach einer Verschlussmaschine guckst du, dass du da meinetwegen auch eine Vorführmaschine kriegst, dann kostet sie dich 4.000, kaufst du eine neue, kostet sie dich 9.000. Und da bist du also immer so im Bereich zwischen 10.000 und 15.000 Euro, je nachdem, wie viele Parkplätze du halt haben möchtest, und brauchst dann halt auch wirklich einen Lagerstandort. Und du brauchst natürlich Lagerregale. Da neigen viele dazu, in meinen Augen, direkt in Palettenregale zu gehen. Aus Palettenregalen zu picken, ist eine Herausforderung, ist ein teurer Prozess. Fachbodenregal in Kombi mit einem Palettenregal ist besser. Das heißt, wenn du den Prozess hast, dass du Fachbodenregale nutzt, um zu picken und dann im Prinzip das Palettenregal zum Refill, also zum Storage, dass du halt da die Vorratsware hast und einmal in der Woche, im Monat im Grunde genommen das Fachbodenregal auffüllst, ist eine optimale Kombi. Sehen viele nicht. Dann hast du halt die Herausforderung, wenn du Multi-Aufträge hast oder wenn du halt tatsächlich die Ware, die du aus dem Lager pickst, an die Packstraße bringen möchtest, dass du da einen vernünftigen Warenkonsolidierungsprozess hast. Also du willst zum einen ein Lager auch nur einmal anlaufen, dann muss an der Straße idealerweise die Ware direkt vorsortiert, also auftragsvorsortiert ankommen. Das ist verdammt schwer, hier eine wirtschaftliche Lösung zu finden. Ihr müsst sie auch finanzieren. Also vollautomatisiertes Lager ist echtes Problem. Und selbst wenn ihr ein AKT, also ein automatisches Kleinteillager, billig schießen könnt aus einer Insolvenz, habt dann die nächste Restriktion, dass die Pick-Vorgänge aus einem AKT extrem lange sind. Wenn du da eine Minute hast, dann ist automatisch, kriegst du nicht genug Picks und damit auch nicht genug Packs pro Stunde hin. Das ist ein richtiges Problem. Also hier die richtige Kombi zu finden, bedeutet viel Gehirnschmalz. Wie löst man das? Man schreibt einen Praktikumsplatz aus, bringt den an eine Uni und lässt sich das von einem angehenden Produktions- oder Wirtschaftsingenieur ausrechnen. Die können das extremst gut, habe ich bei mir auch so machen lassen. Also meine eigene Packstraße, die ich bei mir damals im Betrieb hatte, habe ich über eine Praktikumsvergabe ausrechnen lassen, beziehungsweise komplett durchkalkulieren lassen. Das hat extremst viel gebracht. Die haben ihr Wissen noch präsent, die können ihr Uni-Wissen anwenden, die machen erste Erfahrungen, Angebotsvergleichen, ganz fantastische Sache. Insoweit ist es auch immer nicht so einfach, das eigene Lager zu planen. Du hast ja auch teilweise, dass du die Grundkernentscheidung ist, bist du Retailware, also bist du ein MeToo-Verkäufer, der das gleiche verkauft wie 1000 andere, oder hast du Private Label? Und welche, das sind wir bei deiner Argumentation, welche Dimensionen hast du in der Ware? Und das ist nicht einfach. Du hast es ja keine Wahl. Du hattest ja Batterien im Krams. Das heißt, du musstest dich ja sowieso lagertechnisch positionieren. Auf jeden Fall habe ich für mich im Geiste schon mal eins festgezogen gerade, dass wir uns auf jeden Fall nach Weihnachten, so zwischen dem 15.12. und dem 23.12., dass wir da nochmal Teil 2 von dem Ding hier machen. Und dann sitzt du nämlich da mit Schweißperlen auf der Stirn und überall so Motorenöl, weil du noch irgend so einen Gabelstapler irgendwie so on the fly irgendwie repariert hast. Glaube mir, liebster Malte, ein Bremsbelag liegt in der Regel nicht unter dem Weihnachtsbaum. Okay, das ist nicht deine Peak-Season. Meine Peak-Season ist vorbei. Früher. Meine Peak-Season ist früher. Und ja, da hast du dann mal eben 45% plus. So, und jetzt, wenn wir das uns beantworten wollen, ist überhaupt kein Problem. Im Grunde genommen ist das relativ einfach, wenn du 3-4 Packplätze vorhältst und wenn du die nachgelagerten Arbeitsplätze auch so ausgestaltest, dass du sie noch granularer darstellen kannst. Also 2 Arbeitsgänge macht in der normalen Saison ein Mann. Sobald du in die Peak Season kommst, machen es 2 Leute oder sogar 3 Leute. Dann bist du in der Lage, das wirklich sofort abzugraden. Wir halten vor 10 Packplätze. Überhaupt kein Problem. Wir besetzen aber aktuell nur 2. Wir machen mit 2 Einpackplätzen, machen wir rund 2000 Pakete pro Tag. Prima.
Wir können aber sofort ranklemmen. Von jetzt auf gleich, ich brauche nur einen Rechnerknopf zu drücken, Leute hinzustellen, passt das. Dann hast du den nächsten Flaschenhals, das ist der Paketverschluss, die schafft das. Nur der Mann schafft es nicht. Der Mann ist gegenwärtig dazu da, die Paketverschlussmaschine zu bedienen. Dann laufen die Pakete verschlossen auf eine Auslaufbahn und müssen von dort aus in die Rollcontainer von DHL gepackt werden. Da musst du dann einen oder sogar zwei Leute hinstellen. Dann kriegst du diese Skalierung hin. Woher kriegst du die Leute? Ich hätte heute fast den Talk verpennt, weil ich einen Vertrag las mit einer polnischen Zeitarbeitsfirma. Dort bekomme ich heute, also gestern Abend angefragt, nächste Woche stehen die Leute bei mir im Lager für 23 Euro inklusive Mehrwertsteuer, also 19 Euro und ein paar zerquetschte netto Lagermitarbeiter. Die kannst du exakt dann einsetzen, wenn du einen unfassbar einfachen Prozess hast. Unser Einpackprozess besteht aus sechs Einzelprozessen. Das kannst du jedem auch ohne Sprachkenntnisse geregelt. Und da sage ich das ganz ehrlich, je weniger Sprachkenntnisse, desto besser, desto weniger kann sich mit Mitarbeitern unterhalten, mit Kollegen. Hast du also Ruhe im Lager. Musst du einfach... Ich muss dir wieder freuen. Es ist, wie es ist. Ich meine, ich muss es aus unternehmerischer Sicht sehen. Und wenn, es ist einfach so. Quasselei und sozialer Austausch innerhalb der Arbeitszeit ist ein Killer. Gerade da, wo du an Packstraßen stehst und einfach nur Stückzahl bringen musst. Das musst du einfach leider so erkennen. Das ist so. Weil, doch das Kind beim Namen nennen. Wir müssen da ja keinen Unfug erzählen. So. Und so ist halt dann auch die Skalierung möglich. Und so kriegst du das halt auch abgepuffert. Und die Kosten, die du in der Voreinrichtung hast, wie viel Prozent skaliert denn in der Peak Season das Ausstoßvolumen? 45. Bei mir 45. Bei mir 45. Und da sage ich dir ganz ehrlich, ist wie es ist. Wenn du jetzt die Kosten dagegen rechnest, ein paar Packtische mehr zu kaufen, das ist nicht so wichtig. Das ist, fällt doch nicht ins Gewicht. Da fallen auch nicht die Monitore ins Gewicht und da fallen auch beim besten Willen nicht die, da fallen auch nicht die andere Hardware ins Gewicht. Du musst halt flexibel mit dem Personal umgehen können. Das Personalproblem, das ist schwierig zu lösen. Und wenn du da einmal den Dreh raus hast, und du hast in einer normalen Zeitarbeitsfirma, zahlst du zwischen Faktor, ich glaube 1,9 bis 2,3 vom eigentlichen Lohn, den du zahlst, berechnen sie dir. Also dann bist du so bei 29, 32 Euro pro Stunde. Das ist heftig. Bei 23 Euro die Stunde, also bei 19 Euro netto, du musst ja 19 Euro netto rechnen. Ganz ehrlich, da macht es sogar fast Sinn, über den Jahresverlauf gerechnet, du hast keinen Urlaub, du hast keine Krankheit, du hast kein Nichts, gar nichts. Macht es extrem Sinn, sogar darüber nachzudenken, einen solchen Zeitarbeiter dauerhaft einzustellen. Ja, ist wie es ist. Ich meine, wir alle reden über Globalisierung und ärgern uns darüber, dass die Chinesen hier nach Deutschland liefern. Warum sollen wir denn dann nicht wirklich absolut konform mit jedem Gesetz dieser Welt auch Zeitarbeiter nehmen, die aus anderen Ländern kommen? Ich meine, wir wollen ja keinen Protektionismus betreiben. Wollen wir nicht. Und es gibt ja Branchen, die leben davon komplett hier gerade auf dem Land und so weiter, ne? Ohne die Arbeiter, die hier die Erntespitzen abfedern. Ja. Also ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Da, wenn du natürlich sehr einfache Prozesse sozusagen aufgesetzt hast, die sozusagen keine lange Einarbeitungszeit erfordern und dass du quasi Plug and Play das dann immer replacen, austauschen kannst und so weiter und jeder ist innerhalb von 5 Minuten eingelernt. Alles gut. Das ist aber auch genau die Herausforderung. Du musst dir extremst Gedanken darüber machen, wie du deinen Lagerprozess organisierst. Ich habe jetzt mit einem Betriebsrat vom Konzern, in dessen Räumlichkeiten wir sitzen, mit unserer Einheit die Schwierigkeit, dass ich eine Kamera aufgehangen habe. Warum habe ich eine Kamera aufgehangen? Nicht, um Leute zu kontrollieren und zu überwachen. Nein, um überhaupt erstmal ein Verständnis zu kriegen, wo die Herausforderungen sind. Da werden Paletten an einem Ort abgestellt, wo sie eigentlich nicht zu stehen haben. Dieser Ort hat zur Konsequenz, dass die Laufwege länger werden. Verstehen Sie nicht, dass das Ausräumen der Palette auf einem bestimmten Standort schneller ist, als die Palette einfach an einem anderen Ort stehen zu lassen, wo du hin und her läufst? Das ist eine Herausforderung. Das musst du identifizieren.
du musst auch echt Fehler identifizieren. Was sind die Störfeuer im Lagerprozess? Im Prinzip muss dein gesamter Tagesprozess absolut uniform laufen, identisch gleich. Und alles, was stört, legst du nach hinten. Also, hat der Mitarbeiter vom Vorkonfektionierer falsche Ware hingelegt bekommen, also hast du einen Pickfehler. Weglegen, sofort weglegen, da darfst du dich gar nicht drum kümmern. Produkte, die komplexer zu verpacken sind, zum Schluss legen, also konsolidieren im Tagesverlauf. Ganz große Herausforderung. Du musst im Prinzip einen Großteil des Tages wirklich uniform laufen. Dann funktioniert das. Und das ist mit Sicherheit in jedem Lager unterschiedlich, die Störfeuer links und rechts zu identifizieren und sie dann auch zu kanalisieren. Du musst sie auch lösen. Wie viele verschiedene Produkte habt ihr? Willst du nicht wissen. Das komplette Autoteile-Sortiment A-Brand. Okay. Also egal, Bosch, ATE, Texter, also alles, was du dir vorstellen kannst, Hunderttausende an Produkten. Und wir sourcen uns aus mehreren Lagerstandorten mit eigenen Sprintertouren und allen Pipapo. Es ist ein unfassbar komplexes Sourcing-System. Also das hat es schon in sich. Das ist nicht einfach. Ist aber egal, am Ende des Tages haben wir ein paar Paletten dort stehen, da ist Ware drin. Und diese Ware müssen wir verpacken. Und ach, die kommt quasi bei euch den Paletten? Nee, verstehe ich nicht. Kunden bestellen noch bei Amazon. Da haben jetzt 1000 Kunden bei Amazon bestellt gestern. Mhm. Und die Ware ist mit dem Sprinter? Nee. Doch, eigentlich ist es. Dann greifen wir primär erst einmal auf ein Lager zurück, an dem wir angeschlossen sind, wo auch unser Standort ist, was aber uns nicht gehört. Das heißt, eine fremde Firma stellt uns in unserem Bereich Paletten mit der bestellten Ware. Dann geht die Ware taggleich raus. Wir sind einer der ganz, ganz wenigen Autoteilehändler, die eBay Plus anbieten, die also taggleichen Versand feststellen können. Wir haben ein riesengroßes Lager mit einer unfassbaren Lagerkapazität, auf das wir sofort zurückgreifen können. Aber wir haben mit dem ganzen Pick-Prozess nichts am Hut. Der Pick-Prozess ist uns völlig egal. Und wie skaliert der? Also sag mal, euer Business geht um 45% im Peak hoch. Also ich sag mal, ihr kennt welche. Ganz, ganz genau. Und alles andere interessiert uns nicht. Es ist mir vollends egal, wie der Konzern in der Lage ist, uns zu fulfillen. Aber wenn das nicht kann, meine ich. Da sind jetzt 5000 Orders und ihr stellt ja bis 2000 hin. Malte, er kann es. Er kann es. Wie auch immer er es löst, kann es. Es ist ein Rätsel, aber irgendwie geht's. Es darf nicht meine Gedanken belasten. Also ich auch noch. Zweifelsfall bin ich für diese Einheit. Ich bin für diese Einheit verantwortlich. Und die Einheit, die muss ich denken. Klar, glaub es mir, ist blöd, aber aber lass uns lieber mal auf die Seller-Seite konzentrieren. Weil das ist ja im Prinzip identisch. Die Frage ist ja jetzt, wie baust du dein Lager auf? Und das, was ich in den meisten Lägern nicht sehe, sind wirklich Rollenbahnen, also professionelle Packstraßen und Automatisationen, die total easy sind und die richtig, richtig Sinn machen. Was haben wir gemacht? Wir haben zwei Packtische links und rechts, es steht also zwei ganze Reihen und in der Mitte steht eine Rollenbahn. Das heißt, der Mitarbeiter, der die Ware eingepackt hat, also in den Karton, schiebt sie nur nach vorne auf die Rollenbahn. Von der Rollenbahn ausgehend wird sie transportiert zu einer Paketverschlussmaschine. Und die geilste Investition, die, glaube ich, jedes Unternehmen machen kann, die wenigsten aber machen, sind Paketverschlussmaschinen. Mache ich jetzt auch Werbung, weil die einfach nur geil ist. Siat SR20 ist die geilste Verschlussmaschine, die es gibt, für alles so Middle-Size. Also da kannst du bis, glaube ich, 60 Zentimeter kannst du Länge und 40 Breite oder 45 Breite. Passt da alles durch, was noch durchpassen muss. Es gibt auch andere Maschinen, mögen auch gut sein. Für einen kleinen Händler habe ich mit der SA20 die beste Erfahrung gemacht. Die Maschine kostet neu rund 9. Ich habe mir jetzt wirklich aktuell habe ich einen aufgetan, der 4 Vorführmaschinen hat. Die sind wie 9 eine Woche im Betrieb und ich konnte die für 3,9 schießen. Ich habe
ein paar mehr geschossen als nur die eine, die ich gerade brauchte, weil ich noch andere Standorte machen muss. Punkt ist aber der, macht euch einmal Gedanken, was das Paketverschließen euch an Zeit kostet. Das kostet fucking Zeit. Auch das Befüllen der Pakete mit Füllmaterial. Hier auch immer die Rechnung machen. Kartonagequalität, beschäftigt euch mal mit dem Begriff FEFCO, F-E-C-O, F-E-F-C-O, FEFCO, und die Kosten für Füllmaterialien. Einfach mal gegenlaufen lassen. Und passende Kartonagegrößen, also die morphologischen Daten eurer Produkte, erfasst sie. Ihr braucht sofort einen TIM, quasi von vornherein, damit ihr die Kartonagegrößen halt euch anpassen könnt. Punkt jedenfalls der, eine gute Verschlussmaschine bringt eine ganze Menge. Und wenn ihr mit Packbahnen arbeitet, also mit Fördertechnik arbeitet, denkt nicht immer so komplex. Manchmal ist eine einfache Lösung gut. Wisst ihr, wie ich das mache? Ich habe bei mir an der Verschlussmaschine, habe ich einen Mitarbeiter stehen, der hat einen Fußschalter. Und mit diesem Fußschalter betätigt er die komplette Bahn, die normalerweise mit Lichtschranken bedient werden. Dann hast du einen Schaltschrank und dann hast du dort Programmierarbeit, kostet 5.000 Euro. Komplett gespart, Fußschalter. Weil der Mitarbeiter kann auch mal nach rechts gucken und der sieht, wenn da Kartons draufstehen, dann kann er sich die an die Maschine fahren. Funktioniert perfekt, günstige Lösung. Wenn du durch den Wald läufst, Marc, den ganzen Tag, dann erinnerst du dich nicht an die Bäume, sondern du erinnerst dich nur an den Scheißhaufen, in den du getreten bist. Und nach 25 Jahren E-Commerce kann ich nur sagen, alle diese Sachen, die wir natürlich da auch hatten und Sorter, die durch die ganze Halle gingen und was weiß ich nicht, ja, in 25 Jahren, 25 Weihnachten, 25 Ostern, 25 Schools Out, Schools In, weiß der Coburg Spring Sales und noch was. Das ist alles gut. Und das kannst du alles perfekt einstehlen. Und da kannst du Geschwindigkeiten erzeugen, kann ja eine Erwartung hoch und so weiter. Das Problem ist, ich erinnere mich nur an die Male, wenn der Sorter am 14.12. stehen geblieben ist und sich nicht bewegt hat. Und wenn die Verschlussmaschine am 14.12. gesagt hat, Leute, wisst ihr was? Ich habe jetzt das ganze Jahr gut gearbeitet. Ich mache heute mal frühzeitig Weihnachtsferien. Backup-Situation, ne? Über Backup-Situation nachdenken. Was passiert, wenn? Und dann die ganzen Schubfolienmaschinen und so weiter und dieser ganze Kram und so. Und natürlich gehen die alle zum 14.12. an dem Tag, wenn du 300% Ordervolumen hast, gehen natürlich alle diese Sachen Geister. Und das meinte ich zu Beginn, als ich gesagt habe, und am Ende bist du doch im Lager. Irgendeine der Maschinen, auch durch die Belastung seit Mitte November, die quasi diese hochfrequente Belastung, irgendwann kommt alles. Es gibt kein Auto, was ewig fährt, außer vielleicht deins. aber ansonsten, irgendwann kommt alles. Und diese Backup-Situation und diese Flexibilität, das ist dann natürlich die große Herausforderung, die dann natürlich bei einem Fremdlager dich einfach nicht interessiert. So wie du ja richtigerweise sagst, also FBA zum Beispiel, so wie du richtigerweise sagst, da kommen die Sprinter mit den Paletten und da sind die Sachen drauf, die packen wir ein und schicken die zum Kunden. Völlig richtig. Aber trotzdem ist es ja auch eine Chain, ist ja auch eine Order-Chain, ne? Von der Order, von dem Klick in den Warenkorb, bis der Kunde sein Ding in der Hand hält, sind ja ganz ehrlich, Punkte voneinander abhängig. Nein, völliger Quatsch, den du erzählst. Wenn du bei Amazon bist, hast du den Performance-Druck. Wenn Amazon irgendwie abkackt, hast du kein Problem, logischerweise, weil das performance-seitig dann nicht gewertet wird. Bist du bei einem Fulfiller, der Fulfiller löst es dir nicht. Geh in Fulfiller rein, schau dir an, wie die aufgestellt sind. Die sind scheiße aufgestellt. Ein FBA ist auch ein Fulfiller. Den meinte ich jetzt. Ich meinte jetzt nicht irgendeinen externen Fulfiller. Ja, Amazon, wenn du nur Amazon betrachtest, alles gut, dann bist du fein. Aber genau das betrachten wir ja nicht nur. Wir betrachten eBay, wir betrachten andere, Kaufland, Otto, betrachten andere Marktplätze, wo du einfach eine eigene Logistik brauchst, weil die Amazons Multi-Channel schlicht zu teuer ist. Und auch dann nützt es dir nichts. Was nützt es dir, wenn wir alle kennen das, Multi-Channel-Orders werden hinten angestellt, wenn Peak Season sind, da bist du über deinen anderen Channels, bist du in den Hintern gekniffen. Weil einfach Amazon nicht aus dem Quark kommt. Und da, die Backup-Situation, die musst du klären in deiner eigenen Logistik. Und die kannst du klären. Bestes Beispiel. Bei uns gingen die Kleberollen aus. Von der Maschine. Was haben wir gemacht? Wir hatten glücklicherweise noch normale Rollen da. Also die du auf den Abroller, Handabroller hast. Dann haben wir die dahingestellt. Dann haben die auf die Maschine gezogen. Und natürlich musst du auch Handabroller da haben. Du musst die Backup-Situation natürlich planen, weil die rettet dich.
Und die rettet dich wirklich. Und Backup-Situation, ganz wichtiger Punkt. Und im Zweifelsfall hast du da auch ein Notstromaggregat stehen. Logisch. Worst-Case-Szenario. Immer versuchen abzudecken. Klar, ist auch in der Regel nicht teuer. Ist auch wirklich in der Regel nicht teuer. Ist ähnlich mit der Versicherung. Die ist nicht teuer. Ne? Aber wenn du Scheiße am Bein hast, dann brauchst du sie. Das ist so. Ne? Aber so weit bitte ich hier noch mal gar nicht, die Worst-Szenarien abzudecken. Ich bin ja erstmal dabei, überhaupt ein Verständnis zu bekommen für die Prozesse. Weil jetzt reden wir mal von den Kosten. Jetzt denken alle, boah, zack. So ein Paket, so eine Rollenbahn ist teuer. Mal, wir sind in der Overtime-Markt. Wir müssen uns dann irgendwann nochmal zusammensetzen. Scheiße. Boah, das ist so ein geiles Thema, Logistik. Ich liebe das. Merkt man gar nicht, dass dir das gefällt. Boah. Ja. Weil wir verabschieden uns jetzt erstmal. Da können wir noch ein bisschen diskutieren. Ja, du kannst so verdammt viel. Ja, ich mache mir jetzt nochmal 3 Minuten. Du kannst einfach in der Logistik verdammt viel Kohle sparen. Und wenn du mich, egal welchen Betrieb du mich reinlässt, ich habe noch keinen Betrieb gesehen, doch einen, Dello in Hamburg, die wirklich grenzwertig automatisiert sind. Und bei mir in der Facebook-Gruppe hatte jetzt einer von einer eigenen Logistik was gepostet, der hat einen automatischen Labeldrucker, wow, der also die Paketlabel automatisch aufs Paket aufgebracht hat. Sensationell. Sparste pro Packvorgang circa 1,5 Sekunden. Und wenn du die mal 5 nimmst und dann noch weiter ausrechnest, das sind ein paar tausend Euro im Monat, die da gespart werden. Ne? Also das ist viel. Also das ist, du merkst auch auf einmal, dass du in Sekunden rechnen musst. Bestes Beispiel. Wir optimieren jetzt, wir haben einen Lieferscheinformat, also einen Lieferschein, den scannen wir ein. Und der kommt mit ins Paket. Wir wollen ihn nicht wegschmeißen, weil das Wegschmeißen des Papiers dauert länger als das Reinlegen in den Karton. Aber nur wenn der Karton groß genug ist. Wir haben auch kleine Kartons. Das heißt, wir haben uns jetzt einen richtigen Labeldrucker angeschafft mit Cutter-Funktion, der uns nur Beipackzettel baut, weil die Beipackzettel wiederum passen ungeknickt und ohne Probleme in jeden Karton rein. Das spart eine Begeisterung, also wirklich, da sprühen die, also zu Weihnachten so ein kleines Puppenhauslager und da spielt ihr tagelang schon. Marc, ich kriege gleich einen ganz wichtigen Anruf von Amazon. Ich bin total im Stress. Wirklich um 21 Uhr, da guckst du mal auf die Uhr und heute beim Thema Lager könnten wir bis 22 Uhr. Ich muss jetzt einmal anrufen, ich muss. Komm, alles gut, dann lassen wir. Wir verabschieden uns, wir sagen winke, winke. Zweite Folge gibt's. Bis dann. Bis Danny.